Es geht wieder los. Und wir haben hier Flora gegen Fuego Elo. Also sehr, sehr hype Set. Ja, ihr habt es eben gerade gesehen. Sowohl Flora als auch Fuego Elo haben gewonnen gegen Niceface. Ich werde hier jetzt auf jeden Fall das Erste, was ich tue, den Pool aufmachen. Wir sehen, die ersten Prozente hat Fuego Elo auf jeden Fall schon gemacht. Und wie Flora schon vorhergesehen hat, spielt Fuego Elo gegen sie Young Link. Und wir sehen warum. Also wir sehen an den Zahlen warum. DDD muss auf jeden Fall erstmal reinkommen gegen diesen Charakter. Ich bin mal gespannt, ob Fuego Elo diesen Spam Wars, weil Spam War einfach ganz normal gewinnen kann, oder ob das nochmal knapp wird. Gerade macht Flora das auf jeden Fall sehr gut. Oh, das könnte schon knapp werden. Ja, sauber. Also das ist auf jeden Fall ein sehr spannender Pool. Ich glaube, das ist Pool 3. Ich guck mal rein. Ja. Okay, also wie sieht's hier aus? Ja, also im Moment ist Flora vorne. Wahrscheinlich wegen Games. Nur ein... Ja. Genau, also Flora hat bisher kein Game gedroppt. Fuego Elo hat ein Game gegen Niceface gedroppt. Deswegen, ja, also er braucht hier auf jeden Fall den Sieg. Das sollte klar sein. Aber ein 2-1 heißt, glaube ich, für Fuego Elo nicht, dass er gewonnen hat. Wobei ich eigentlich schon glaube, weil wenn die even sind, dann kommt es auf Head-to-Head an. Und ja, dann wäre Fuego Elo weiter als Erster. Ja, insane. Alles sehr, sehr crazy. Im Moment. Ja, also ein super Stock-Tank DDD. Aber ich muss sagen, mir gefällt die Patience jetzt hier gerade. Also macht jetzt nicht unbedingt etwas, was, oh schön, was gefährlich ist. Selbst die Downer von Young Link hat halt wirklich auch nicht so viel Handlag. Kann man nicht in jeder Situation punishen. Und manchmal kannst du den Gegner sogar rausbaiten. Schöner Gordo gerade. Oh, okay, hat da den Jump erwartet. Ja, der Sauger ist auf jeden Fall ein wichtiges Tool für DDD. Oh, Damage? Nein. Die Prozente nähern sich wieder langsam an, aber Fuego Elo braucht auf jeden Fall mehr. Also er braucht auf jeden Fall den Kill, sagen wir so. Ansonsten ist DDD klar im Vorteil. Bei dem Prozenten killt ja so gut wie alles von DDD. Außer eben zurückgesaugter Pfeil oder so. Aber auch ein Gordo, wahrscheinlich. Das macht Fuego Elo aber sehr gut. Die kleinen nervigen Pokes. Fair killt noch nicht, auch bei 150. Max Rage DDD jetzt. Oh. Oh, das war ein schön gesetzter Gordo aber. Ja, also Moment braucht Elo auf jeden Fall die Fair. Viel. Okay, Forward 4 killt noch nicht, aber Offstage. Oh, okay, und das wird hart gepunished. Ja, da war die Dare dann doch sehr greedy. Wird einfach von der Up-Air von DDD gepickt. Der drehende Hammer. Und wir haben hier ein komplett even Game. Hier gerade auf dem ersten Game, was, ja, was entscheiden wird, wer hier als First Seed weiterkommt. Klar ist, dass einer von, also dass beide Erster und Zweiter Seed werden. Die Reihenfolge bestimmt sich in diesem Match. Aber ich bin schon sehr gespannt auf das Final Bracket. Einfach weil Niceface eben den Third Seed hat. Also das ist ein guter Seed, den sich hier jemand schnappt. Und jetzt im Moment sieht es aus, als wäre das Flora. Mit dem 1-0. Oh, okay. Let's go. Ja, also Flora hatte schon ein bisschen befürchtet, dass Fuego Elo hier zum Young Link greift, aber das sah doch schon ziemlich routiniert aus gerade. Also DDD ist ein Charakter, bei dem man denkt,
man braucht auf jeden Fall einen Secondary, um da irgendwas zu reißen, aber Flora beweist so ein bisschen, dass das nicht unbedingt stimmt. Im schlechtesten Matchup sogar einfach DDD. Ganz zur Not noch Kirby, aber seien wir ehrlich, ist nicht besser als DDD der Char. Oh, okay, wird das hart gepunished. Na, nur ein. Ja, doch, gut. Das Game sieht schon mal anders aus als das erste. Oh ja, da darfst du nicht rein airdodgen, auf keinen Fall. Ja, das ist, das war sehr wichtig für Flora. Also das ist gerade schon Game Decider fast. Flora, hier, Fuego Elo muss jetzt sehr, sehr clean spielen, um das noch zu reißen. Also, das hat einiges bedeutet gerade. Und war schon ein bisschen so die Vorentscheidung sogar. Ja, jetzt kommt so ein bisschen der Greed, ne? Also, wenn man einen großen Fehler macht, dann ist das Letzte, was du tun kannst, greedy sein. Dann musst du tief Luft holen und einfach nur patient sein. Alles durchdacht. Oh, schön gemacht hier gerade. Holt sich den Kill. Und jetzt gucken wir mal, wie das Opening... Ah, okay, leider die Combo gedroppt. 13% ist nicht viel. Ein wichtiges Game hier gerade für Fuego Elo. Das wäre ein crazy Tag für ihn. Der wurde ja gerade von Nani Esports abgepickt. Und seitdem skyrocketet er hier. Wirklich, das Potenzial ist endlos, so wie es scheint. Mit zwei coolen Charakteren auch. Zumindest finde ich das. Ich finde Young Link cool. Nicht immer, aber meistens. Okay. Einfach weil der Charakter nach viel Skill aussieht. Ich meine, er ist natürlich patient und viel Spam und sowas, aber du musst halt sehr akkurat auch mit den Strings sein und sowas finde ich cool. Okay, also. Flora immer noch mit der Lead, 114%. Man könnte da den Stock schnell holen, aber wie gesagt, wieder Patience. Weil es nicht so, als ob jeder Move hier gerade killen würde. Ja, das ist immer noch DDD. Mhm. Ja, und oh, schön, die Up-Air killt tatsächlich. Ich wollte gerade sagen, die Up-Smash ist jetzt gerade... Das sind Free Punishes, wenn sie nicht treffen. Das hätte eine Beefy Up-B auch sein können. Für ein bisschen Damage. Oh, mhm. Gute Idee hier gerade von Flora. Hat nicht ganz geklappt, aber... einfach Up-Throw und dann auf einen blöden Air-Dodge oder so hoffen. Die Up-Air oder einfach den Jump catchen. Oh, könnte das Opening sein. Das war gerade scary für Fuego Elo. Wollte den Two-Frame mit dem Dash-Attack und killt das. Wow, was für eine Down-Air. Okay. Und Flora lässt sich das hier nicht nehmen. Holt sich das 2-0 gegen Fuego Elo.